Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Runde der legendären Kislev-Kampagne. In dieser Episode ist Volksgrad belagert von einer Horde ekelhafter Skaven. Mit zwei Nahkampfspezialist-Häuptlingen plus nochmal zwei Nahkampfspezialist-Generälen. Der Rest der Armee ist nur so meh. Abgesehen von drei Regimentern Sturmratten. Aber wichtig und ekelhaft gefährlich sind leider auch die Schattenläufer. Weil wir keine Schilde haben und generell leichte Panzerung und keinen Fernkampf. Immerhin habe ich Keepers of the Hund und Quasnex, die haben auch 75 Reichweite, aber viel weniger als die Schattenläufer. Da werden wir ordentlich darunter leiden. Ich werde versuchen, unseren General vorzuschicken und den Fernkampf abzufangen. Aber das könnte schon hart werden. Wir werden es probieren, Leute. Zum Glück haben wir ein bisschen Führerschaftsbuff, um auf dem Nahkampffeld zu bleiben. Wichtig wird es außerdem sein, mit den Ungul-Kriegern, so gut es geht, die gegnerischen Billigeinheiten fertig zu machen. Aber auch das wird sehr schwer, wegen dem ganzen Haufen an Plänklern. Die Plänkler werden wir kaum wegkriegen. Und das macht mir sehr große Sorgen. Immerhin, wir haben Keepers of the Hunt, keine Ahnung, was die sind. Bonus gegen Großjäger. Interessant. Wir haben unsere Gospoda-Krieger, die in der Mitte machen sogar Angst. Und ja, wir haben ziemlich viele Gospoda-Krieger, muss ich sagen, wenn ich es mir so ansehe. So. Es sind eine Menge Gospoda-Krieger. So, Stargard-Militia hat leider keine wirklich hohe Panzerung und auch keine wirklich großartigen Fähigkeiten, außer immun gegen Psychologie, aber immerhin. Die kommen in die zweite Linie. Dann haben wir unsere Czechist und ich glaube, die Czechist sind die Kommissare der Armee. Plus 6 Nahkampfangriff, minus 4 Nahkampfabwehr. Das ist an sich in Ordnung, was das ist. Also gerade gegen die billigen Skaven-Sklaven kann das schon reinhauen. Und ganz wichtig, unsere Quasnik mit Explosionsgeschossen. Und im Nahkampf... Oh, die haben sogar Schilde. Oh, perfekt. Aber damit müssen wir die gegnerische... Wir müssen den Gegner irgendwie blobben. Wir müssen dafür sorgen, dass er blobbt. Und ihn dann vernichten. Ja, Jackets haben wir schon angesehen. Und Bären. Oh, minus 8 Führerschaft für die Bären. Damit können wir unter Umständen einen Massenrout auslösen. Bonus gegen Infanterie von 10 haben sie auch noch. Nicht schlecht. Und unsere Plänkler. Die leider gegen die gegnerischen Plänkler schwer abstinken werden, befürchte ich. Zum Glück haben wir ein Regiment Kavallerie. Die können fast... Wie schnell sind die Bären? 72! Oh, die sind fast so schnell wie die Kavallerie. Dann packen wir sie zusammen in ein Regiment. Okay, und unsere Keepers of the Hunt sind auch schleichend. Das heißt, wir können sie irgendwo an der Flanke aufstellen, sodass sie dann von hinten irgendwo auf den Gegner schießen. So, dann kommt unser General, aber der General ist in einer fast selbstmörderischen Position. Die gegnerischen Skaven-Helden werden ihn vollkommen vernichten, wenn wir nicht aufpassen. Die Generäle, unsere Generäle haben sich ja bisher als nicht sonderlich hart herausgestellt. Heißt, wie stellen wir uns am besten auf? Schattenläufer werden uns kaputt werfen. Das heißt, wir müssen dann fast in den Gegenangriff gehen. Wir haben trotz allem den Mobilitätsvorteil. Also machen wir wieder eine weite Formation. Weite Formation, wenn es geht. So,
sehr weite Formation. Können wir unsere Kavallerie am besten zum Tragen bringen. Unsere Ungrols und die Stargard Militia kommt in den Hintergrund. Die dürfen keinen Schaden abbekommen durch die gegnerischen Fernkämpfer. Um ehrlich zu sein, wenn ich mir das so ansehe, soll ich wirklich meine Keepers of the Hunt in so einer Situation irgendwo dort hinten aufstellen? Ergibt irgendwie für mich nur mäßig Sinn. Fernkämpfer packen wir so ein, damit sie möglichst von der Seite in den Gegner reinschießen. Genau wie sie hier. Bin gespannt, ob das funktioniert. Okay. Unser General darf von mir aus trotz allem nach vorne. Was heißt trotz was eigentlich? So, wie stehen wir da? Wir sind jetzt gerade den Hügel runter. Was nicht gut ist. Jetzt stehen wir immerhin nicht mehr den Hügel runter. So, General hat er immerhin ein Schild und 75 Rüstung. Und 15% Geschossresistenz, das ist okay. Ich habe keine Magie, also bringt es mir auch gar nicht, so weit hinten zu stehen. Wir können ruhig noch ein kleines bisschen weiter nach vorne. So. Okay, wir haben eine Reichweite von 80, eine Reichweite von 140. Oh, eklig. Und wir dürfen unsere Plänkler eigentlich nicht ausgeben. Sind viel zu wertvoll, um sie zu verlieren. Ist eines der, und wirklich unser eines unserer wichtigsten Regimenter. Schauen wir mal, was passiert. Bringen wir noch ein bisschen weiter vor. Ach, verflucht sind es viele Ratten. Ja, sieht wohl so aus, als müssen wir ein bisschen vorgehen. Ja, wir müssen vorgehen. Und die gegnerische Armee in zwei Haufen besiegen, wenn es geht. Plänkler bleiben, wenn es geht, auf Entfernung. Der Rest der Armee geht weiter vor. Unsere Plänkler machen wieder die Fliege, wenn es geht. Jetzt versuchen wir hier mit unseren Plänklern die gegnerischen Plänkler einzufangen. Vielleicht fangen wir sogar die Schattenläufer ein. Gut, die ersten haben wir schon hier. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut. Gut, die haben wir. Jetzt können... Oh, Cap, nein, 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 nicht da rein. Nicht da rein. Ist nicht der richtige Ort für euch, Plänkler. Ihr haut hier bitte auch ab. Oh, das war zu hart. Das war zu hart. Unsere ersten Plänkler sind leider im Eimer. Und unsere Bären... Bären, ihr sollt nicht da reingehen. Geht doch wieder raus, Bären. Okay, man, unsere Plänkler leben noch. Vielleicht können wir hier die Schattenläufer mit zwei Angriffen, mit dem Angriff auf der Flanke noch ausschalten. Das wäre gut. So, ein Regiment Sturmratten ist schon mal erledigt. So, jetzt die Bären bitte.
Uns die Bären und die Kavallerie hier in die Sturmratten reinhauen lassen. Krass nix, ihr kommt auch zurück. Hier ist unser nächstes Ziel. Diese komischen Schattenläufer sind immer noch da. Wir haben leider ziemlich hohe Verluste erlitten. Ihr schießt nicht mehr darauf, die Bären sind ja schon im Nahkampf. Ihr geht irgendwo hier hin. Okay, die griechischen Plänkler an der Seite sind erledigt. Das ist schön. Sturmratten sind jetzt auf der Flucht. Okay. Jetzt versuchen wir den gegnerischen Haufen von allen Seiten zu fokussieren und hoffentlich so zu vernichten. Meine Plänkler sind leider hier drauf gegangen. Ihr haut ab, wenn's geht. Ihr fangt die Sturmratten mit Hellebarden ab. Ihr geht hier zurück. Ihr geht rein. Die Bären kommen um die Flanke. Quasnex. Ihr schießt, was weiß ich, hier irgendwo drauf. Vielleicht kriegt ihr den gegnerischen General tot. Was machen unsere Bären? Und die Kavallerie. Die wird jetzt essentiell. Die sind alles zu gewinnen. Oder alles zu verlieren. Ich bin gespannt. Puh, okay. Dann legt mal los. Zeigt, was ihr so könnt. Die gegnerischen Plänkler sind auf der Flucht. Gegnerische Plänkler sind zum Teil auf der Flucht. Ihr geht hier irgendwie in den Nahkampf, auch wenn ich es nicht will. Mein General ist fast im Eimer. Ihr zieht euch zurück. General, du haust auch ab, wenn es geht. Da haben wir den Riesenhaufen gegnerischer Plänkler eingefangen. General, hau ab. General, hau ab. Ihr wechselt das Ziel. Sehr schön. Und jetzt mit den Bären den Haufen der gegnerischen Plänkler. Und mit etwas Glück vernichten und vertreiben wir sie alle. Und mit etwas Pech verlieren wir alles, was wir haben. Und warum kriegt ihr eigentlich diese komischen Schattenläufer mit Schleudern nicht kaputt? Sieht nicht sehr gut aus. Okay, Kavallerie kommt zurück. Du musst jetzt hier den Gegnern in den Rücken stürmen. Und hier brauchen wir unsere Feuerangriffe. Okay, Plänkler. Auch die gegnerischen Plänkler kaputt. Ich weiß, es ist kacke und ich hasse es, aber... Ich sehe keinen anderen Weg momentan. Ihr haut auch ab. Ihr geht nicht in die gegnerischen Hellebarden, wenn es geht. Okay, Kavallerie hat ihren Angriff durchgeführt. Und jetzt werfen wir Bomben drauf. Hier sind wieder ein paar gegnerische Plänkler auf der Flucht. Sehr schön. Weitere gegnerische Plänkler fangen. Hier weitere Gegner draufschießen. Gut, Kavallerie kommt hierher. Unser General lebt immerhin noch. Hier schießt er mal drauf. Bären wieder in den Angriff gehen. Vertreibt alles. Unsere Kavallerie macht einen guten Angriff hier auf der Seite. Sehr schön. Wir werden gerade zerschossen. Immerhin den ganzen gegnerischen Plänklerhaufen vernichten wir jetzt vielleicht mit etwas Glück.
Hier haben wir wieder einen haufenweise Gegner vertrieben. Sehr schön. Und jetzt vielleicht noch rechtzeitig hier in den Angriff gehen. Und den gegnerischen Haufen töten. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich sag's ganz ehrlich. Sieht nicht super gut aus. Vor allem jetzt, wo die Clanratten des Gegners sich irgendwo hier hinten vorne hingestellt haben. Und seine Clankler haben gewonnen. Oh Gott, unser General ist auch fast tot. Ich krieg den gegnerischen General nicht kaputt. Und das war's, GG. Fuck. Ja, die Plänkler. Die Plänkler haben uns gekillt. Der Rest war uninteressant, um ehrlich zu sein. Die Plänkler haben uns gekillt. Und er hatte zu viel Müll dabei, sodass wir nicht an die Plänkler rangekommen sind. Die Plänkler waren zu stark, sodass wir sie nicht vertreiben konnten. Und das war unser Ende. Fuck. Fuck. Und wir haben fast nichts von den gegnerischen Regimentern vernichtet. Vielleicht hätte ich mich einfach in die Ecke campen sollen und dort warten. Volksgrad ist niedergerissen worden. Wirklich ekelhaft. Zeit, diesen Skaven alles zurückzuzahlen. Welche greifen wir an? An sich ist es Wurst. Beide diese Armeen mittlerweile sehr stark geschwächt. Greife mal die an. Die da hinten. Fehlschlag. Er hat sich aber auch schon mal besser verkauft in der Vergangenheit. Können wir mit der... Ja, mit der Armee gewinnen wir. Wir haben so viele Korsaren. Und viel gute Ansturmkavallerie. Damit sollte es gehen. Ich befürchte, jetzt brauche ich Unterstützung. Und mit jetzt meine ich mal wieder. Ach, wo geht der hin? Was für ein Bastard. Du kommst hier nicht weg. Leck mich. Kommen die wieder zurück? Können mich die Skaven angreifen? Nur wenn ich hier stehe. Master of this Clan. Also solange ich mich hier aufhalte, ist alles okay. Ich kann sogar noch ins Lager der Basonlinger zurück, das machen wir. Nein, ich kann nicht dahin zurück. Toll. Ich bin nicht übermäßig glücklich, muss ich sagen. Über diese ganze Situation. Volk gerade ist vernichtet. Ich habe nur noch eine Armee. Katharina ist tot. Wir müssen eine zweite Armee, wir müssen eine weitere Armee rekrutieren. Was ist unser bisheriger General? Ein Ungol-Ataman. Na dann rekrutieren wir jetzt einen Wojeda. Aggressiv. Führerschaft plus 3. Auragröße erhöht. Okay, wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Ich kann schon wieder Stargrad-Militär rekrutieren. Und Rota of the Dawn. Irgendwie sind die anscheinend immer da. Soll mir recht sein.
Fangen wir an zu rekrutieren. Was brauchen wir gegen Skaven? Wir brauchen gegen die Skaven Ungol Warriors. Ungol Warriors bis zum Abwinken. Was machen die mit unserem restlichen Geld? Zerbaster braucht mal eine Mauer. Höllengrube wird unter Umständen bald angegriffen. Ja, bauen wir mal um Zerwasser eine Mauer. Bisschen mehr Garnison. Das kann nicht schaden. Fort Jakoba hat bereits eine. Sehr schön. Wollen wir noch die Zolltore reinbauen? Da haben wir mehr Einkommen aus Gebäuden der Region. Das ist schon in Ordnung. Okay, weiter geht's. Immer noch ein beschädigtes Gebäude, können wir nicht reparieren. Und dann gibt's bald eine Rebellion, die können wir platt machen, müssen wir platt machen. Und was machen wir gegen die Skaven? Belagern die auch noch Prag. Jetzt belagern die auch noch Prag. Das heißt, mein Einkommen geht den Bach runter. Oh, ach, unsere verbündeten Ehrengrade haben die Skaven vertrieben, danke. Siedlung belagert. Und Rebellion steht bevor. Und negatives Wachstum. Die gegnerische Armee lebt aber noch. Ihr habt gar nicht gekämpft, die Gegner sind einfach abgezogen. Und von mir aus könnt ihr auch die Lager der Besonlinger kaputt machen, aber ich glaube nicht, dass ihr da hinkommt. Und dort den Gegner besiegen könnt. Noch mehr Ungols. Wir bauen jetzt einfach einen Sack voll Ungol-Krieger. Die alles platt machen. Das ist das Ziel. Geht mal hier rein. Regeneriert euch ein bisschen. Sollen wir noch irgendwas bauen, was interessant ist? Ansturm in... Genau, wir können gar nichts Anständiges bauen, außer mithilfe legendärer Söldnerregimente, aber das muss ich jetzt nicht in diesem Zug machen. Ich hoffe, die werden jetzt nicht Volksgrad besetzen. Das wäre schon echt eklig von euch, Leute. Oh, ich habe noch einen Held. Greif mal. Die Armee von... Oh, das kostet den Mutant rum. Fehlschlag. Also, das ist nicht seine Kampagne gerade, habe ich das Gefühl. Es läuft nicht. Läuft nicht. Auf öffentliche Ordnung können wir auch nicht gehen. Alles viel zu teuer. Und wie viele Züge gibt es noch, bis das Chaos kommt? In der Zeit werden wir wahrscheinlich nur noch halbwegs bis gar nicht in der Lage sein, uns richtig zu regenerieren und unsere Verteidigung aufzubauen. Und jetzt gibt es auch noch Seuche und überall sind Skaven. Ich liebe diese Kampagne. Vergesst nicht, den Daumen hoch da zu lassen und einen Kommentar für dieses Leiden, das wir hier ertragen müssen. Es läuft gerade nicht. Es läuft gerade nicht. Immerhin plus 5 öffentliche Ordnung für alles hier bei Kislev. Und Chaos ist auch noch da. Immerhin können wir die relativ simpel kaputt machen. Sogar noch einmal Zauber dabei. Wir machen es mal von Hand. Ich will nicht, dass aus Versehen eins meiner wichtigen Regimente kaputt geht. Vor allem, ich meine, das sind die Ungol-Krieger, die haben schon Erfahrungspunkte. Das will ich jetzt gerade nicht aufs Spiel setzen. Fester Gax, der Bastard.
So, hier ist eine Position. Hier kommt ihr auch noch rein. Wenn Serena zurückkommt, haben wir auch schon mal viel gewonnen. Und die Kavallerie bitte nach vorne. Los geht's. Schauen wir mal, was sich hier machen lässt. Wie immer, das gefährlichste gegnerische Ziel sind die Plankler. Und sie sind zum Glück fast schon tot. Sehr schön. Vertreiben wir sie vom Schlachtfeld. Der Rest unserer Plankler geht nach hinten. Oh. Lasst euch nicht einfangen. Wenn der Gegner bei unserem General hängen bleibt, wäre es natürlich optimal. Die gegnerischen Plankler sind vertrieben. Aber ich will auch nicht, dass sie auch nur annähernd zurückkommen können. General steht bereit. Hier vernichten wir mal kurz die gegnerische... Diese gegnerischen Chaos-Barbaren-Reiter. Das war ein schöner Angriff. Und damit sind sie vertrieben. Ihr haut ab und geht wieder woanders hin. Wunderbar. Ihr verfolgt die, ihr kommt hier in die Frontlinie. Puh. Unsere True Keepers haben noch 9 Modelle, aber sie überleben. Gut. Hier schicken wir noch unsere Plankler-Kavallerie hin, um den Gegner zu vernichten. Ihr schießt auch noch auf diese Chaos-Barbaren, die da ankommen. Der Rest der Armee wird von unseren Fernkämpfern aufgeräumt. Ihr braucht dann nicht mehr drauf schießen. Ihr schnappt euch die Chaos-Barbaren. Ihr schnappt euch von mir aus die hier. Ach, Kavallerie-Vieh! Kavallerie abhauen. Okay. So, schöne Bombchen. Jetzt können wir sie einmal aus der Nähe sehen, um ehrlich zu sein. Sehr gut, und jetzt macht die Fliege. Damit haben wir, glaube ich, fast die gesamte gegnerische oder die gesamte gegnerische Armee vernichtet. Und das war genau das Ziel. Niemand von denen soll zurückkommen. Und ich denke, das haben wir damit erreicht. Was mit euch? Greift hier an. Und hier dürft ihr euch noch den gegnerischen General schnappen. Und dann sind wir durch. Und dann haben wir die gegnerische Chaos-Invasion in einem Zug vernichtet. Das war unser Ziel. Bald müssen wir bald raus, um uns mit den Skaven anzufreunden, die so sehr genervt haben. Hm.
Ultra Kill. Ich denke, viel besser wäre es nicht gegangen. Die Magie fehlt schon ein bisschen. Ich wünschte, ich würde eine Zauberin, eine Hexe oder eine Eiszauberin haben. Dummerweise ist die Zardina gestorben. Aus meiner eigenen Schuld. Vergesst nicht euren General in der gegnerischen Nahkampflinie. Vor allem, wenn es ein weicher Caster ist. Super dumm. Super dumm. Okay. 36 Verluste. Ich denke, wir können heute mal auf Resilience und Schatzkammer gehen. Nach dieser Schlacht. Gibt auch ein Level Up. Physische Resistenz 5% und plus 5 Rüstung nehmen wir. Für die gesamte Armee. Zurück zum Lager der Basonlinger. Jetzt hat es sogar plus 15 öffentliche Ordnung. Aber es wird weiter. Die werden weiterhin Ärger machen. Klar. Haben wir genug, um die gegnerische Armee zu besiegen? Die Antwort lautet nein. Nicht mal annähernd. Wenn wir nochmal 3 Ungol-Krieger dazu rekrutieren, könnte es reichen. Die fluchten Skaven. Oh, Ostmar kommt. Wo geht ihr hin? Rotaugenberg kann aufgelevelt werden. Das ist sehr gut. Es sei denn, ich brauche das Geld gerade woanders. Zavastra könnte eine Mauer bekommen. Oh, ein Kislev. Ja. Plus 45% Einkommen aus allen Gebäuden. Das ist schon ziemlich stark. Kislev aufleveln. Die Antwort lautet Prag. Eine bessere Mauer geben. Die werden schon halten mit der Unterstützung hier. Ja, kam Kislev ist unser Bollwerk. Hier, obwohl, oh, hier kann ich die Goldschmelze nehmen. Für das deutlich erhöhte Einkommen ist auch ziemlich gut. Aber komm, wir nehmen Kislev. Zeit, Kislev weiter aufzuleveln. Und mit unserem Helden wieder irgendwas anzugreifen. Komm, irgendwann muss das doch... Wo geht der denn hin? Irgendwann muss das doch funktionieren. Endlich. Oh, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Langsam zeigt er seine wahren Qualitäten. Unsterblichkeit, ja. Damit sind wir erstmal sicher. Okay. In Kürze haben wir dann 2 Armeen. Vielleicht kommt irgendwo die Zarina nochmal vorbei. Eine Armee von Süden, die gegen haufenweise Skaven antreten muss. Wir haben unsere Verbündeten, die sind auch noch da. Was wollt ihr? Ihr erklärt unseren Verbündeten den Krieg. Ich erbitte Beistand. Und sie helfen mir. Danke. Katharina ist wieder da. Öffentliche Ordnung. Ja, diesmal zahlen wir den Tribut für die erhöhte öffentliche Ordnung. Okay, langsam wird die Armee interessant. Ich denke, damit kriegen wir auch die Sturmraten kaputt. Und die gegnerische Armee verschleißt sich selbst. Sehr schön. Wir greifen sie auch nochmal an. Fehlschlag, was für ein Versager. Die Norska werden hier immer stärker. Und hier ersetzen wir wieder diesen Helden mit Katharina. Khan Queen, willkommen zurück. Irgendwas Neues für dich? Nee. Noch nichts Neues für dich. Ah, die gegnerischen Norska würde ich gerne kaputt machen. Das Lager der Basonlinger. Wird sich das jemals halten? Ich meine, die Verteidigung ist halbwegs okay.
Aber wenn die jetzt gleich mit ihrem Fullstack kommen, haben wir auch keine Chance mehr. Naja, bleiben wir noch einen Zug hier. Hier haben wir jetzt mittlerweile, denke ich, genug, um uns zu verteidigen. Aber es mir immer noch... Jetzt habe ich kein Geld mehr. Wegen dem Angriff, den wir gestartet haben. Nun gut, dann tun wir das, was wir können. Ein Regiment. Ungulkrieger. Oder wir gehen direkt in den Angriff. Können wir die von hier angreifen? Die Antwort lautet natürlich nicht. Aber wir können uns schon mal ein bisschen vorbewegen. In den Nachmodus gehen. Und nochmal ein Regiment Ungulkrieger rekrutieren. Wenn er uns angreift, okay, das ist kurz den Mutanten, der nervt schon ziemlich mit Regeneration und physischer Resistenz. Der ganze Rest kann nicht mal annähernd halten. Und selbst Skrotz hat keine Chance, wenn er von allen Seiten angegriffen wird. Und unsere Armee ist an sich ganz in Ordnung. Vielleicht geben wir noch einem unserer Regimenter... Gift? Ja. Haben wir vielleicht auch noch Angst? Leider nicht. Aber okay. Plus 5 Bonus gegen Infanterie. Und dafür verlieren wir 5 Rüstungen, von denen die eh nichts haben. Die haben sowieso schon. Plus 4, haben sie plus 9. Ja, was soll's. Nehmen wir. Solange wir über 200 Resilience bleiben, ist glaube ich okay. Okay, ja, da kommen sie. Glücklicherweise plus 5 Nahkampfabwehr durch unsere Lagerstellung. Warum wir dann im Lager auf dem Marsch sind und dann angegriffen werden, ist mit 2 ein Rätsel, aber egal. Plus 12 sogar Bonus gegen Infanterie. Achso, das ist plus 8. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Auf jeden Fall. Wir haben ja mega starke Nahkämpfer. Ich hoffe nur, wir kriegen den gegnerischen Fernkampf gut kaputt, aber es sollte eigentlich gehen. Ich meine, wir haben Schilde. Unser Gegner sollte nicht super schnell sein. Die Position ist leider ungut. Los geht's. Unser Held bleibt weg. Ihr schnappt euch kurz den Mutanten. Sehr schön. Ihr greift hier von hinten an. Autsch. Autsch. Die ersten Regimenter sind schon auf der Flucht. Das ist nicht gut, das gebe ich zu. Okay, vielleicht sollten wir lieber Skrotz den Mutanten töten, wenn es geht. Oh nein, ich glaube, ich habe die Skaven unterschätzt. Okay, aber jetzt haben wir sie. Wir haben sie. Schnappt sie euch. Vergesst die Rattenogre, die sind sowieso gleich wieder weg. Vergesst die Rattenogre, die sind sowieso gleich wieder weg. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Diese Skaven sind doch härter, als ich es mir erhofft habe. Verflucht. Oh nein, meine ganze Armee ist tot. Ihr sollt diesen Warflammenwerfern hinterherlaufen. Und hier laufen wir vor Skrotz, dem Mutanten weg. Wunderbar. Die Helden von Kislev. In der Tat, die Helden von Kislev.
Go! Take the ground! To battle! Understood! Now! Okay. Yes, sir! Ready for war! Moving now! Ready for war! Yes, sir! Vielleicht machen wir lieber die Pflege. Erstmal. Ihr schnappt euch hier die Rattling-Kanonen. Ihr schnappt euch die Flammenwerfer. Ihr haut hier ab. Und zieht euch zurück. Ihr schnappt euch Skrotz, die Mutanten. Jetzt können wir hier mit etwas Glück ein gegnerisches Clan-Rattenregiment einzeln vernichten. Warum sind diese Kack-Rattling-Kanonen eigentlich so schnell? Darf doch nicht wahr sein. Toll. Warp-Bohrer sind jetzt auch wieder aktiv. Greift diese Clan-Ratten von hinten an. Ihr greift die Warp-Bohrer an. Okay. Skrotz der Mutant lebt noch. Unser Held lebt noch. Die Plänkler vertreiben wir auch noch. Es kann sein, dass ich dass ich unterschätzt habe, wie gefährlich unsere Gegner sind. Kann sein, dass ich das sehr stark unterschätzt habe, wie gefährlich unsere Gegner sind. Fürchte ich. Ich hätte vermutlich... Oh, Skrotz ist gleich tot. Oh, Skrotz flieht. Das könnte uns retten. Oh, das könnte uns retten. Mit dem, was wir noch übrig haben. Mal sehen. Was ist das denn hier? Warum habt ihr aufgehört, diese komischen Rattling-Kanonen zu verfolgen, ihr Arschlöcher? Warum bleibt ihr einfach stehen? Na toll. Bleiben einfach stehen und lassen sich das schießen. Herzlichen Dank dafür. Ah. Das Kreuz der Mutant kommt auch noch wieder zurück. Immerhin dreht er uns jetzt den Rücken zu. Wir konnten ihn einmal in den Rücken schlagen. Das hat gereicht, um ihn hoffentlich zu töten. Er flieht wieder. Könnte schlimmer sein. Warum ist es so ein Rattling-Kanonen-Crew? Warum sind die schneller als meine nackten Barbaren? Wie kann das denn sein? Was hat er hier übrigens gecastet? Meistertreiber. Okay. Die sind immer noch nicht da, vom Schlachtfeld weg. Das heißt, die bauen immer mehr Entfernung auf und dann töten sie mich. Ja, wow. Gott, wie ich das liebe. Und selbst diese dämlichen Schleudere des Gegenslaven gehen nicht drauf. Na, jetzt endlich. Skrotz ist bald weg. Ach, wie lange gehen dieses Schlachtfeld noch? Es hört gar nicht mehr auf. Ich sehe es kommen, dann drehen sie sich nochmal um. Und dann heißt es wieder, ja, scheiße gelaufen. Nochmal bitte. Gott, ich liebe Skaven. Das ist toll. Okay, vielleicht können wir das beschleunigen. Oh, er ist wieder zurück. Er ist wieder zurück, weil er sich regeneriert hat. Nein, okay.
Hat irgendwie, ist irgendwie daran vorbeigelaufen. Können wir ihm jetzt in den Rücken hauen? Bam, ich hoffe, er hat getroffen, weil wenn wir ihn nicht getroffen haben, schlägt er jetzt zurück und wir sind tot. Okay, nein, er schlägt nicht zurück. Wir haben ihn getroffen. Ein Schlag noch vielleicht. Wäre cool. Ich wäre ein Fan. Nee. Nee. Okay, nein, wir haben verloren. Danke. Super geil. Ah. Oh. Zum Kotzen. Und die laufen immer noch weiter vor uns weg. Oh. Hör das irgendwann mal auf. Vermutlich nicht. Boah, ich hasse Skaven. Ich sehe jetzt den Nachteil dieser Armee aus nur Nahkämpfern. Zu Fuß. Das war vielleicht doch keine so gute Idee. Oh. Hamsterhass. Wir kriegen den nicht. Das ist unmöglich. Oh Gott, und jetzt fliehen wir. Ach. Das war die beschissenste Schlacht, die ich jemals hatte. Ach. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dummes Waffenteam ist die ganze Zeit vor uns weggelaufen. Was? Ich dachte, das war ein Hinterhalt. Ich konnte trotzdem weglaufen. Wie funktioniert denn das? Gott, ich hasse die Skaven. Ich fühle mich schon wirklich wie Kislev. Und wie die Kampagne vermutlich sein wird. Na, wer kommt als nächstes? Hier, Stratege. Vielleicht hat er mehr Glück. Stupid Experiment! Waste time, timer! Immerhin, hier sind wir bald regeneriert. Sollen wir trotzdem einmal abhauen? Die Skaven vertreiben, das wäre schön. Ich hasse diese Typen. Wie wäre es, wenn ihr die angreift? Und ich vernichte jetzt Skrotz. Wie vernichtest du Skrotz, fragt ihr vielleicht. Nun, wir haben noch ein paar andere Einheiten zur Verfügung. Teuer. Aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Die machen wir jetzt platt. Koste es, was es wolle. Und wir kriegen sogar Unterstützung von unseren Verbündeten. Ausgezeichnet. Der hat den Clanstein der Züchter, mit dem er sich heilen kann. Aber ich glaube, den können wir automatisch machen. Mit dieser riesigen Armee würde nichts mehr passieren. Und immerhin haben wir Skrotz gekillt. Bye bye Skrotz. Plus 10% Trefferpunkte. Immerhin. Nicht übel. Sie ist zwar nicht Zarina, aber ist auch nicht schlecht. Gut. Das heißt, als nächstes bleibt dieser Armee hier um die Ecke. Gehen wir zuerst mal nach Prag und sorgen für höhere öffentliche Ordnung. Sollen wir mit der Zarina irgendwo hingehen? Am liebsten würde ich die Basonlinger hier endlich vollständig vernichten. Soll nämlich schon ziemlich ankotzen.
Und hier regeneriere ich mich nicht. Ich glaube, wir gehen zurück in unsere Heimat. Für eine... Oh. Wen haben wir denn da? Oh. Müde Gegner. Hallo, müde Gegner. Ah, dieses Video geht wieder viel zu lange. Tut mir echt leid, Leute. Ich hätte zwei draus machen sollen. Aber die machen wir jetzt noch platt. Bastarde. Gut, dass wir sie entdeckt haben. Und endlich haben wir auch wieder Magie dabei. Alles in Kampfgruppen aufgeteilt. Plänkler vor. Von der Position her ist es jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gesehen habe, aber es ist gut genug. Einer der Primärpunkte ist die Zarina. Lockt die Gegner an. Und der Rest steht einfach mal hier rum. Kavallerie kommt von der Seite unten. Hier stellen wir uns ein bisschen weiter auseinander. Plänkler, bewegt euch. Eigentlich kann auch die Zarina ein bisschen vorgehen. Wir müssen vor allem die gegnerischen Barbaren-Berserker ausschalten, wenn es geht. Die sind unsere gefährlichen Gegner. Kavallerie bewegt sich schon mal hinter die Gegner. Erster Angriff. Nett, aber habe ich schon besser gesehen, was Schaden angeht. Bogenschützen in Position. Was kommt hier an? Ziemlich viele der gegnerischen Barbaren haben wir eingefangen. Los. Abhauen, 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 abhauen. Ihr kommt auch weg. Zarina wird ein bisschen beschossen, aber ist nicht so schlimm. Die ist nämlich ein kleines Ziel. Die lässt sich nicht so gut treffen. Trotzdem bitte weiterhin die Gegner im Auge behalten. Der gegnerische General kommt. Vielleicht kriegen wir ihn sogar kaputt. Mit allen unseren... Ah! Dann bin ich eigentlich so dumm. Ach, nein, die Zarina gewinnt nicht. Trotz all der tollen Buffs, die sie mitbringt, hat sie keine Chance. Schade. Trotz all der Buffs, die sie mitbringt, hat sie absolut keine Chance. Wie unangenehm. Naja, sei es drum. Solange sie nicht gleich nochmal stirbt, bin ich erstmal zufrieden. Es sieht ganz gut aus. Es sieht aus, als stirbt sie nicht gleich nochmal. Kommt, haut mal die Barbaren-Champions kaputt, wenn ihr könnt. Ihr haut ab. Ihr macht auch hier die Fliege. Und kommt hier zurück. Hier sind noch ein paar Barbaren-Champions, die uns nerven.
Zerdina kommt auch nach vorne. Wir haben gelernt, dass du keine Nahkämpferin bist. Ist eigentlich nicht super überraschend, aber trotzdem schade. Hier greifen die Gegner zum Barbaren-Berserker von mehreren Seiten an. Ihr geht auch wieder zurück. Nicht rein, zurückgehen. Hier die Barbaren-Berserker kurz mal fertig machen. Wie sieht es hier mit den gegnerischen Barbaren-Berserkern aus? Sind sie schon tot? Sind sie schon auf der Flucht? Die Antwort lautet leider noch nicht, aber ich hoffe, das ändert sich bald. Hier, haut ab. Okay, jetzt fliehen sie. Und es sieht aus, als macht die gegnerische Armee jetzt eigentlich schlapp, oder? Auf jeden Fall. Ich packe hier noch einen Buff rein. Gegnerischer Held flieht. Stürmischer Angriff in den Rücken der gegnerischen Infanterie und niemand schießt mehr. Gut. Die wollen wir auch alle vollständig ausschalten, damit keiner zurückkommt oder fliehen kann. Keine Lust, zweimal gegen die Armee zu kämpfen. Mit einem Barbaren-Champion in der Armee drin. Wir haben sie vollkommen vernichtet. Sehr gut. Ja, und das ist Kislev. Plänkeln und vernichten. Plänkeln und vernichten. Dummerweise sind ihre Plänkler jetzt auch nicht unbedingt die allerbesten, wie sich herausgestellt hat. Ich meine, die sind schon okay, aber sind keine Granatwerfer. Bam. Noch 5 übrig. Ich denke, die sind vernichtet. Und das soll es mal für heute gewesen sein. Genug Schlachten geschlagen. Ich denke, wir haben heute uns erfolgreich ein bisschen zurück ins Spiel gebracht, nachdem die letzte Episode doch ziemlich eklig gewesen ist und diese eigentlich auch so ein bisschen. Ich habe die verfluchten Skaven und ihren Fernkampf und vor allem ihre Geschwindigkeit unterschätzt. Aber das muss schon ein bisschen peinlich sein für diese nackten Unguls, die den Ratten nicht hinterherkommen mit diesen gigantischen Waffen auf dem Rücken. Aber was soll man tun? Was soll man tun? Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden weiter die Region von Kislev verteidigen. Und hoffen, dass unsere Verbündeten bei Ehrengrad nicht alle ihre Truppen gerade verloren haben. Sonst werden die nämlich von ihrer Seite überrannt. My glacial majesty Katharina bids you well. Dummerweise sieht das schlecht aus. Ich hoffe, sie haben immerhin Mauern um sich gebaut. Sieht auch schlecht aus. Naja. So haben wir alle sowohl unsere Probleme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.